Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Top 10, nee, war es jetzt, 5 besten Helme, die wir gerade so aktuell anzubieten haben. Beim ersten Video habt ihr eine ganze Menge kommentiert, unter anderem, und da möchte ich auf zwei Sachen Bezug nehmen, unter anderem zum Verschluss Doppel-D. Die einen schwören drauf und die anderen sagen, was für ein Scheiß, verknotet sich ständig, vertüdelt sich und dann kriege ich den Helm nicht mehr ab. Also Doppel-D-Ringe, wenn sie anständig verbaut sind, funktionieren einwandfrei. Riesenvorteil. Sind jeden Tag in der perfekten Länge, ihr müsst nichts nachstellen, einmal festziehen, anklipsen, fertig. Da haben wir heute auch wieder ein paar spezielle Beispiele dabei. Bitte probiert das, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, und das zweite riesige Thema ist das Thema Lautstärke. Und berechtigterweise von eurer Seite oft die Frage, ist dieser Helm leise? Darauf antworte ich mal so. Es gibt keinen Helmhersteller auf dieser Welt, der sagt, hey, Mensch, lasst uns doch einfach mal den lautesten Helm bauen, den es gibt. Blödsinn. Aber es gibt natürlich Hersteller, die sagen, unser Helm ist verdammt leise. Ja, das ist toll. Das ist im Windkanal so, das ist auf dieser Testmaschine, auf der dann eine Puppe mit Sensoren sitzt, definitiv der Fall. Aber ob es bei dir so ist, ob es bei euch so ist, ob es auf eurer Maschine so ist, das müsst ihr ausprobieren. Tendenziell kann man an der Helmform, und das zeige ich euch dann einfach mal so am ersten, ein bisschen ablesen, ob ein Helm vielleicht lauter oder leiser ist. Und ansonsten verlinken wir irgendwo hier oben noch ein Video und da habe ich das schon mal ein bisschen ausführlicher dann erklärt. So, los geht's. Und zwar mit dem AGV K3 Birdy. Warum heißt der so? Weil hier ein Elefant drauf ist. Blödsinn natürlich, ne? Aber ihr seht schon mal, geile Optik. Ne? Hier so ein Vogel, zwei Augen, ziemlich cool. Also wer echt auf eine geile Optik Wert legt, kann sich diesen Helm hier schon mal schnappen. Und hier sind wir nämlich jetzt mal ganz schnell beim Thema Lautstärke. Warum ist ein Helm unter Umständen laut? Ich reiße es jetzt nur an, weil ein Helm auch ein Resonanzkörper ist. Das heißt, da strömt irgendwie beim Fahren auch Luft rein und die dröhnt dann auch. Und je offener ein Helm hier ist, desto lauter wird das und desto unangenehmer ist das dann auch für euch Fahrer und Fahrerinnen da draußen. Deswegen schon mal cool, wenn ein Helm zum Beispiel hier vorne auch noch dicht ist. Dafür gibt es einen sogenannten Windabweiser hier unten. Und den gibt es auch bei diesem Helm. Der ist mit im Lieferumfang enthalten. Könnt ihr euch hier noch reinbauen. Zack, klasse. Kann aber auch im Sommer heißen, dass euch der Helm einfach ein bisschen zu warm ist. Da ist ja ein bisschen Frischluft im Helm vielleicht auch ganz geil, die auch unten reinströmt. Deswegen ist das Ding auch rausnehmbar. Genau, das einmal kurz dazu. Ansonsten, wie gesagt, dem Videolink folgen. Was kann jetzt aber der Freund hier? Der hat einen, in dem Falle mal normalen Ratschenverschluss, den ihr euch auf die richtige Länge entsprechend einstellt. Und dann habt ihr aber auch, wie üblich, hier so ein paar Zentimeter Luft, um ein Halstuch oder sonstiges am Hals entsprechend auszugleichen und nicht den ganzen Riemen immer neu einstellen zu müssen. Komfortausstattung, mittlerweile auch fast Standard bei vielen Helmmodellen, ist natürlich eine Sonnenblende. Also auch hier integriert. Und ja, die Folie muss noch ab. So, und damit ihr auch immer im Gegensatz zu diesem Effekt hier, was natürlich während der Fahrt nicht passieren soll, klaren Durchblick habt, gibt es auch hier eine Pinlock-Scheibe, also diese zweite Scheibe für innen rein, damit ihr immer freie Sicht habt. Und die ist auch im Lieferumfang mit enthalten und wird hier an diese zwei Pins innen eingehangen. Was haben wir sonst noch? Auf jeden Fall eine ziemlich geniale Visiermechanik, die schön fein rastet. Also wenn ihr dann auch mal mit leicht geöffnetem Visier fahren wollt, geht das bei diesem Helm wirklich sehr, sehr angenehm. Und für die frische Luft sorgen Lufteinlässe hier oben im Stirnbereich. Einmal links, einmal rechts. Und natürlich auch hier vorn, wo ist er? Da ist er. Im Kinnbereich, und das sind dann diese Öffnungen hier sehr, sehr großflächig. Da kommt auch anständig was an. Aber auch hier wiederum, Wind im Helm, also Belüftung kann nur dann funktionieren, wenn er nicht hinter so einer großen Frontscheibe sitzt. Also es ist immer auch logischerweise vom Fahrzeug abhängig. Sehr beeindruckt war ich vom Gewicht von diesem Helm. Da steht drauf 1500 Gramm und das stelle ich auch so in der Hand fest. Das ist kein Schwergewicht. Und das ist schon mal klasse, weil euch das natürlich auf längeren Touren einfach hier ein bisschen Entspannung aufs Genick bringt. Der Helm hat die aktuelle ECE-Norm, also sozusagen den TÜV-Stempel, dass er als Motorradhelm durchgeht. Und das ist eben die 2206, gilt übrigens für alle Helme, die ich euch gleich noch zeige. Also, gerne mal den AGV ausprobieren. Der nächste ist der Scorpion ADF 9000. Was kostet der?
verrate ich nicht. Und auch das bemängelt ihr immer wieder in den Kommentaren, dass wir keine Preise angeben, dass ich nicht sage, wie viel die Helme kosten. Ja, weil die Preise natürlich über die Zeit auch variieren. Das heißt, immer auf die Links klicken, ihr landet automatisch dann auf dem aktuellsten Preis und der kann ja in einem halben Jahr bei so einem Helm eben auch ein anderer sein. Deswegen blenden wir die nicht ein. So, jetzt zu dem Helm. Ist so ein Crossover-Helm, so nennt man das heutzutage. Ihr könnt den ganz normal als Integralhelm fahren. Dafür nehmt ihr einfach nur dieses Dach hier ab. Ansonsten ist es eben so eine Mischung aus Integralhelm und aus Crosshelm. Wofür braucht ihr eigentlich dieses Dach? Das ist definitiv ein ziemlich genialer Sonnenschutz. Also weil einfach das dafür sorgt, dass die Sonne nicht so blendet auf den Augen. Wenn es schlimmer wird, hat aber auch dieser Helm eine integrierte Sonnenblende. Und wenn euch auch das nicht reicht, ist im Lieferumfang sogar noch ein leicht getöntes Visier mit enthalten. Ja, müsst ihr natürlich einmal das Visier entsprechend umbauen, aber der ist also multifunktionell einsetzbar. Und wie ihr auch wieder sehen könnt, dieses Visier als auch das Dunkle hat natürlich links und rechts diese Pins drin. Das wiederum bedeutet, es gibt eine Antibeschlagscheibe, die natürlich dann innen eingebaut wird und dann habt ihr immer klaren Durchblick. Genau. Belüftet ist der Helm natürlich auch sehr, sehr gut. Hier oben einmal, links und rechts, im Stirnbereich oder im Oberkopfbereich in diesem Falle. Die Entlüftung ist dann hier hinten. Und am Kinn gibt es auch noch eine großzügige Belüftung. Das ist die hier. Und dann sind wir beim nächsten Lieblingsthema angelangt. Ich habe es heute am Anfang schon angesprochen, nämlich dem Doppel-D-Verschluss. Und auch dieser Helm hat den eben hier. Also nochmal zwei Ringe, ein Gurt, durch beide durch, Schlaufe und durch den ersten zurück. Und dann hat dieser Gurt immer die perfekte Länge für euren Hals in dem Moment. Ja, ein bisschen ausprobieren, wie das für euch am besten passt. Und dann ist hier so ein kleiner Druckknopf, den könnt ihr dann hier oben dagegen klipsen, damit dieses Bändchen nicht die ganze Zeit irgendwie nervig am Hals rumflattert. Sicher ist aber schon, sobald das Ding durchgefädelt ist, ne? Der Druckknopf ist nicht dafür da, dass das letztlich das Band nicht löst, ne? Genau, also der Druckknopf ist tatsächlich nur dafür da, damit dieser Überstand sozusagen nicht sinnlos rumflattert. Nur darüber den Helm zu verschließen, definitiv nicht. Ja? Es muss einfach einmal hier komplett durchgefädelt werden. Aber, und das ist ja dann auch der Riesenvorteil dieses Verschlusses, Achtung, ich mache das jetzt mal, und ich habe das auch schon mehrfach erwähnt, den gibt es ja auch bei Gürteln, diese Art von Verschluss. Der hält sich dann eben selbst, der kann nicht aufgehen. Der verhakt sich mehr oder weniger durch diese beiden Ringe. Die beiden Dinger hier sind cool. Ich möchte trotzdem nicht, dass ihr die benutzen müsst. Das wäre wirklich mal im Falle eines Falles, dass ein Ersthelfer euch den Helm leichter vom Kopf nehmen kann. Reicht auch schon wieder an Horrorszenarien für den Kopf. Am besten einfach nur mit diesem Helm unterwegs sein und Spaß haben. Der besteht übrigens aus einer Fiberglasschale, verschiedene Materialien, die da miteinander gemixt sind. Ja, und wie ihr seht, auch eine ziemlich coolen Optik. Also wenn ihr so vielleicht Reise-Enduro fahrt, würde der mit Sicherheit sehr, sehr gut dazu passen. Also einfach mal austesten. Der HJC RFA 91 ist jetzt dran. Schlicht schwarz, sieht erstmal nicht spektakulär aus, aber der kann ein bisschen was. Vor allem, weil das ist ein Klapphelm. Also für die von euch da draußen, die sehr, sehr gerne sehr bequem in einen Helm einsteigen, ist ein Klapphelm natürlich eine sehr, sehr geniale Option. Warum? Weil es natürlich deutlich leichter ist, sich einen Helm, und bitte keine Angst, ihr könnt jeden Klapphelm immer so, also vorausgesetzt, ihr habt einigermaßen große Hände, so packen und schön auseinanderziehen und dann über den Kopf stülpen. Ist natürlich auch in allererster Linie ein riesen Komfortvorteil für Brillenträger, denn ihr lasst die Brille einfach da, wo sie hingehört, nämlich auf der Nase. Nicht auf die Sitzbank legen, wo sie runterfallen könnte oder, sondern drauf lassen, Helm drüber ziehen und im Anschluss natürlich dann verschließen. Ja, ist wirklich sehr, sehr genial gelöst. Wenn ihr im Sommer aber auch mal offen fahren möchtet, um einfach ein ganz kleines bisschen mehr Frischluft zu genießen, dann ist ja natürlich immer bei einem Klapphelm die gewisse Gefahr, dass irgendwie bei ein bisschen Kopfsteinpflaster oder bei einer Bodenwelle dieses Kindteil dann auch zuschnappen könnte. Und das ist nicht so cool, weil das gibt immer einen Schreckmoment. Und deswegen gibt es hier eine Verriegelung. Das ist dieses rote Teilchen hier. Und dann ist es sozusagen von einem Integralhelm im geschlossenen Zustand zu einem Jethelm übergegangen, dieses Teilchen hier. Und das heißt, das Kindteil ist dann verriegelt. Also es klappt dann eben nicht von allein runter. Dann könnt ihr das hier wieder entriegeln.
dann funktioniert das Ganze eben wieder. Ne? Zu öffnen, einmal hier an diesem roten Schalter. Belüftet ist der Helm natürlich auch. Ne? Einmal hier im Kinnbereich. Hier links und rechts der Stirn, aber auch mit einem riesigen Schalter. Einmal hier oben auf dem Oberkopf und mit einer entsprechenden Entlüftung dann auch hier. Also das ist wirklich maximal Frischluft, selbst in komplett geschlossenem Zustand. Das ist aber noch nicht alles, denn auch hier gibt es natürlich eine Pinlock-Scheibe, also gegen das Beschlagen, die ist auch im Lieferumfang mit enthalten. Und natürlich darf die Sonnenblende als in dem Falle sinnvolles Feature für einen Tourenhelm auch nicht fehlen. Ist hier an der Seite einmal zu bedienen. Und wenn ihr es nicht lassen könnt und ihr müsst euch auf dem Motorrad auch noch miteinander unterhalten, dann gibt es von HJC auch tatsächlich noch ein Kommunikationssystem. Das könnt ihr separat dazu kaufen. Und der Helm ist auch schon dafür vorbereitet. Das heißt, hier sind so Klappen links und rechts. Und da werden die Bedienelemente bzw. der Akku dann eben eingebaut. Und dann ist das perfekt in den Helm integriert und nicht als zusätzlicher Klotz irgendwo am Helm angebaut. Also wirklich sehr, sehr genial gemacht. Und ganz zum Schluss, der hat auch wieder so einen typischen Ratschenverschluss, in dem Falle hier wirklich komplett aus Metall, sieht sogar noch ein kleines bisschen schick aus, aber meine Güte, sieht man eh nicht und benutzt man zum Auf- und Absetzen und das war's. Genau, also HJC RFA 91, wenn Klapphelm braucht, einfach mal den hier ausprobieren. Also nach Integral, Enduro und Klapphelm fehlt jetzt natürlich noch ein Crosshelm. Auf geht's, nämlich der Bell Crosshelm. Ziemlich geniales Teil, sieht richtig, richtig cool aus, gibt es natürlich auch in anderen Lackierungen. Auch ein ziemliches Leichtgewicht. Naja, braucht er großartig Belüftungen, die hat er mehr oder weniger automatisch, weil er natürlich vorn offen ist und kein Visier hat. Was braucht ihr hier also auf jeden Fall? Also mindestens eine zugfreie Brille, sinnvollerweise natürlich eine Crossbrille. Und da haben wir eine ganze Menge im Sortiment. Und der hier hat wirklich ein mega geniales 3D geformtes Innenleben, also der passt sich eurem Kopf, wenn er denn zu eurer Kopfform passt, auch wirklich hervorragend an. Das ist wirklich großartiger Tragekomfort mit einer ganzen Menge Luftpolster dazwischen. Das heißt, Crosshelme sind ja im Endeffekt auch immer dafür gedacht, dass man dann ja auf der Maschine ein kleines bisschen arbeitet. Da entsteht viel Schweiß und der kann hier wirklich hervorragend abgeleitet werden. Ja? Ansonsten müsst ihr nur noch eine Sache machen. Ihr müsst den fest auf eurem Kopf verschließen und auch hier ist natürlich wieder mal ein Doppel-D-Verschluss dran. Also, ich wiederhole nochmal, zwei Ringe, ein Gurt und, wie ihr gerade schon seht, das, was bei vielen anderen Helmen dann hier an dieser Stelle ein Druckknopf ist, ist hier ein Magnet. Also einmal durch beide Ringe durch, durch den ersten die Schlaufe legen und zurück. Und dann, wenn ihr ihn dann festgezogen habt, einfach hier dagegen klipsen und das war's schon. Also auch sehr, sehr komfortabel zum Anziehen, passende Brille dazu kaufen und los geht's. So, und das Highlight kommt natürlich zum Schluss und das ist der Shark Squall i3 und der kommt jetzt rein. Schaut euch das mal an. Oh yeah. Vielen Dank. Denn dieser Helm ist beleuchtet. Oh! Wenn ihr das möchtet, das heißt natürlich könnt ihr das entsprechend abschalten. Das heißt, hier gibt es den Schalter dafür, dann könnt ihr das Ganze eben auch ausmachen. Aber in eingeschaltetem Zustand habt ihr dann eben sowohl eine Beleuchtung hier in diesem Bereich, als auch hier vorn. Wichtiger aber noch, hier hinten eben auch. Und da arbeitet auch ein Beschleunigungssensor mit. Das wiederum bedeutet, wenn ihr da unterwegs seid und das Motorrad dann von euch verzögert wird und ihr natürlich dann mit dem Helm auch eine gewisse negative Beschleunigung habt, dann reagiert dieser Helm da drauf und dieses Bremslicht geht dann an. Und da der Helm, der Kopf nun mal der höchste Punkt auf dem Moped ist, ist das natürlich ein Sicherheitsgewinn, weil man euch dann einfach nochmal besser sieht beim Bremsen. Coole Sache. Und wenn ihr das nicht braucht, eben entsprechend einfach ausschalten. Pinlock-Visier, natürlich im Lieferumfang enthalten. Typisch heißt wiederum kein Beschlagen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch eine Sonnenblende und wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, bei jedem Helm immer mal an einer anderen Stelle zu bedienen. Bei Shark in diesem Falle einmal hier ganz oben auf der Helmschale. So, dann gibt es hier vorne auch noch einen Lufteinlass und den gibt es hier vorne im Kinnbereich natürlich auch. Jetzt fällt eine Sache hier ganz, ganz explizit auf, nämlich dieses kleine Schildchen hier. Shark hat hier immer im Innenfutter diverse Aussparungen, damit ihr euch
beim Einfädeln der Brille, wenn ihr denn eine Sehhilfe braucht, deutlich, deutlich leichter tut. Ja, also das funktioniert hier wirklich tadellos. So. Und dann auch nochmal die Unterseite für euch zum Zeigen. Auch hier ein Ratschenverschluss mit ein paar Zentimetern Spielraum, um euch das Ganze wieder perfekt auf dem Hals oder am Hals anzupassen. Und was jetzt hier einmal sehr, sehr schön sichtbar ist, wir haben ein Innenfutter, was sehr, sehr eng hier unten geformt ist. Und der Helm hat eben auch diesen Windschutz hier, der natürlich auch rausnehmbar ist. Und wenn ich da jetzt einfach mal so meine Faust hier reinhalte, und ihr stellt euch vor, hier steckt dann euer Kopf bzw. euer Hals drin, dann schließt dieser Helm natürlich hier unten auch wirklich wunderbar ab. Und da sind wir wieder beim Ursprungsthema, bei leise. Also höchstwahrscheinlich ist dieser Helm doch ein ganz, ganz kleines bisschen leiser, weil er einfach nicht dieser Resonanzkörper ist, in den ewig viel Wind reinkommt, der dann dröhnen kann. Und dennoch, ich wiederhole es nochmal, einfach auf eurer Maschine einmal ausprobieren. So, und wichtig ist natürlich noch, vielleicht ist euch das schon aufgefallen, hier hinten ist so ein kleiner Reißverschluss dran. Da ist natürlich dann die Steckverbindung, damit ihr den Akku für die Beleuchtung laden könnt. Ja, und das natürlich dann regelmäßig machen, damit sie euch im Dunkeln auch zur Verfügung steht. Also, dann Licht an und ja, gute Fahrt zu Luis und probiert auch einfach die heute gezeigten Helme mal aus. Ich hoffe, es war für jeden was dabei, vielleicht aber auch schon aus dem ersten Video. Ich wünsche euch ja, noch eine gute Saison und für die, die im Winter fahren, ja, das geht auch mit jedem der hier gezeigten Helme. Bis bald. Ciao, ciao.